Der WeWin Award 2019. Hallo, ich bin Hanne Cheney. Ich bin eine Mitgründerin von Halm und wir machen Trinkhalme aus Glas. Ganz genau. Ich bin Sebastian, auch Mitgründer, und wir machen im Endeffekt nachhaltige Trinkhalme, die 100% in Deutschland produziert sind, die man mindestens 1000 Mal benutzen kann, bevor man irgendwie irgendwas daran sieht, und dementsprechend sorgen wir oder haben wir bis dato schon für die Einsparung von über 1 Milliarde Plastiktrinkhalmen gesorgt. Worin besteht euer Nachhaltigkeitsgedanke? Wir haben uns intensiv mit unserer Wertschöpfungskette auseinandergesetzt und unser Produkt wird eben zu 100% in Deutschland produziert. Wir haben eine 100% zertifizierte plastikfreie Verpackung. Auch unsere Reinigungsbürste, die wir in den Sets, die man hier sieht, haben, sind dies halt 100% plastikfrei. Und das ist eigentlich nur der Anfang von Halm, weil wir eben auch die Firma gegründet haben, um halt eben langfristig noch mehr zurückzugeben, denn wir wissen, dass der kleine Trinkhalm am Ende ein Riesenimpact ist, aber global gesehen nicht das Problem ist, was wir lösen müssen, damit wir in 50 Jahren noch eine coole Erde haben, auf der wir leben können. Was ist euer USP? Unser USP ist eigentlich unser Glas. Also wir haben ein sehr spezielles Glas aus Deutschland gemacht. Und es ist sehr, sehr stabil. Wir haben doppelte Qualitätskontrolle. Und es kann ein Leben lang dann dauern. Benutzen werden. Genau. Und was ist sehr wichtig für unser Glas, es ist 100% recycelbar. Falls es kaputt geht, ist es sehr stabil. Aber wenn es bricht, dann kann man in die Entsorgung, in die normale Glasrecycling. Wer ist das Team hinter eurer Idee? Ich bin Hanna. Ich war am Anfang da mit Sebastian. Ich bin die Co-Founder und ich bin zuständig für Branding und Marketing und natürlich für andere Aufgaben, aber die sind meine Fokus da. Genau, und das erste Jahr hat Hanna unser zweites Startup betreut, da wir nämlich auch während der Gründung noch eine Tochter bekommen haben. Genau. genau, und ich als in meiner Person kümmere mich, also als Gründer kümmert man sich generell um fast alles, aber Hauptaugenmerk liegt halt in der gesamten Operativen, da wir ja nicht nur die Halme produzieren, sondern die auch eben veredeln. Vom Team her sind wir derzeit 12 Festangestellte, da haben wir Abteilungen, die sich um das Marketing kümmern. Wir bedienen ja eben auch die Gastronomie im großen Stil, auch den Werbekundenmarkt. Das heißt, wir haben dort Menschen auch im Sales, dann haben wir eine eigene Fertigung, die bei uns in Berlin auch ist, wo wir eben auch Waren verschicken oder eben auch gravieren für Kunden. Da haben wir Menschen und dann haben wir eben nochmal so ein Team von 10 bis 15 Leuten, die uns eben auf Messen regelmäßig aushelfen, die dann eben auf Märkten stehen oder eben auf Gastromessen, auf Werbekundenmittelmessen oder eben auf Hochzeitsmessen stehen. Was wollt ihr mit der Investition machen? Also wir würden sofern wir den WeWin Award gewinnen würden, würden wir das Geld natürlich in den Ausbau, also in den weltweiten Ausbau unseres Produkts stecken. Wir sind derzeit Marktführer in Deutschland, haben das Thema Glastrinkhalme in Deutschland eben auch groß gemacht. Also wir sind eben auch auf Messen in Paris, Australien, London und so weiter. Und wir merken halt, dass es da auch eine Bewegung in Richtung nachhaltige Trinkhalme gibt. Und klar, in der EU haben wir eine Gesetzgebung, die 2021 dafür sorgt, dass allein hier 250 Millionen Haushalte keine Plastiktrinkhalme mehr kaufen dürfen. Das heißt, hier müssen wir Warenbestand aufbauen, müssen wir europäisch unser Produkt listen. Also quasi das, was wir in Deutschland gemacht haben, wollen wir in Europa ausrollen und langfristig eben auch in Ländern wie zum Beispiel den Staaten, wo Verbote noch gar nicht wirklich Fakt sind. Jetzt für deinen Favoriten abstimmen. WeWin.de/award